Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super, das ist geil. Wow, unbedingt gucken. Wow, du bist es. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultier ist 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir also an. Google hat mit seinem Google Glass Projekt angekündigt, erstmal keine Gesichtserkennungs-Apps zuzulassen, bevor da nicht die Privatsphäre geregelt ist, also irgendwelche Schutzmaßnahmen. Wobei ich mir dann auch denke, es ist ein Google-Produkt, auf dem Glass-Ding laufen auch Android-Apps ganz normal. Und was kann ich mit Android-Apps? Die müssen nicht über den Google Play Store gehen, die kann ich auch so schreiben und sonst wie im Internet verteilen und mir dann selber drauf machen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine nette Ankündigung von Google, aber in der Realität nicht wirklich umsetzbar. Ich kann mir auch vorstellen, ich laufe da mit den Glass-Dingern rum und sehe dann einen, frage dann die Google-Brille, wer ist das? Und das Ding sucht dann direkt bei Google Plus, Facebook und wo auch immer nach dem Gesicht und irgendwelchen eventuellen Informationen über die Person. Bin mir da jetzt nicht so sicher, wie Google das dann in der Praxis verhindern möchte. Apple hat still und heimlich einen neuen iPod Touch vorgestellt, wobei neu nicht wirklich stimmt. Das Ding kostet nur 240 Euro, kommt ohne Rückseitenkamera und hat 16 GB, wobei ich mich dann frage, wer will sich so ein Ding kaufen? Ein iPod Touch zum Rumnehmen, wenn dann das iPhone zu schade ist? Nicht wirklich. Da greife ich doch lieber zu einem gebrauchten iPhone 4, was auf eBay auch um die 200 Euro kostet. Ein iPhone 4S gibt es bei eBay schon für 300 Euro. Dazwischen dann so einen neuen iPod Touch zu positionieren, ich weiß nicht, für wer oder wer da Zielgruppe sein soll. Es war ein offenes Geheimnis, doch jetzt hat HTC es bestätigt. Am 26. Juni erscheint das HTC One mit Vanilla Stock Android in der Version 4.2.2 für 600 US-Dollar. Erstmal nur in den USA, würde für uns dann bedeuten 600 Euro. Bis dahin fällt der Preis vom normalen Gerät auch auf 600 oder sogar drunter. Was bedeutet das konkret? Nexus Pure Updates von Google direkt. Was verliert ihr? Natürlich die ganzen Blinkfeed-Features und sonst was. Aber es gibt noch ein paar andere Probleme. Beats Audio, die Hardware wird natürlich weiterhin unterstützt. Ein Logo müsst ihr wahrscheinlich dann verzichten beim normalen, aber da wird es wahrscheinlich Widgets und sonst was für geben. Wo ich mir ein paar Gedanken drum mache, ist natürlich, was ist hier mit den 4 Megapixel, also mit der Ultrapixel-Kamera? Wie sieht es da mit der Unterstützung aus? Werden die Fotos schlechter oder bleiben sie gleich? Mal ab. Warten. Und die Apple-Gerüchteküche brodelt mal wieder. Die WWDC steht vor der Tür. Macs in allen Größen, Formen und Farben sind schon ausverkauft, nirgendwo mehr erhältlich. Und das deutet natürlich auf hier und da ganz viele neue Geräte an. Also das Internet kocht über, lässt euch Kirre machen. Ob es jetzt neue Retina-MacBooks in noch kleiner gibt. Haswell-Prozessoren gibt es natürlich auch. Retina-MacBooks, eher überarbeitete Macs Pro und. Ihr werdet es in den nächsten Tagen noch viel, viel stärker da draußen erleben. Und noch etwas anderes wird am 26. Juni erscheinen. Und zwar die Preview-Version von Windows 8.1. Auch besser bekannt als Windows Blue. Microsoft hat ja zum Glück ein paar Fehler eingestanden. Das hätten wir uns gar nicht so gedacht. Ein paar Designfehler, Bedienungsfehler. Und ist ja nicht so, als ob die genug Zeit und Testen zum Testen und sonst was gehabt hätten. Aber die wollten es natürlich erstmal anders wieder machen. Ich denke da an Vista zurück und jetzt wird schön wieder zurückgerudert. Aber wir bleiben optimistisch und offen. Kommen wir zu den Spiele-News und da hat Blizzard diese Woche für den großen Knall gesorgt. Es geht um den WoW-Nachfolger Titan. Und viele Mitarbeiter sollen wieder mit dem Projekt von vorne beginnen. Das ist nichts Ungewöhnliches bei Blizzard. Die bauen die Projekte immer mal wieder um. Das ist oft und zahlreich bei Diablo 3 passiert, bis es dann auf die finale Version gab. Bedeutet aber, Titan erscheint nicht vor Ende 2016, vielleicht sogar noch später. Bei den erschienenen Spielen war diese Woche iOS bzw. iPad-Woche. Denn zum einen ist Warhammer Quest rausgekommen. Spielt im Warhammer-Universum, ist so ein solides Dungeon von oben drauf guck, Schnetzelspiel, bis zu 4 Charaktere, so einfach Erfahrungspunkte, Gold und Items abgreifen, Spiel, einfach schnetzeln ohne groß denken, vielleicht hier und da mal gucken, den Tank nach vorne zu stellen, aber macht Spaß für 4,50 Universal-App. Aber die große Begeisterung löste diese Woche natürlich Star Wars Knights of the Old Republic bei mir aus. Ganze 9 Euro nur auf dem iPad erschienen, bringt es das alte Star Wars Spiel auf euer iPad. Die Umsetzung ist grandios gelungen. Die Bedienung hier und da hätte ein bisschen besser sein können, aber es macht Spaß, wurde mir gesagt. Und wer hat es natürlich direkt gekauft, aber noch nicht gespielt?
Film der Woche ist bei mir Warm Bodies. Ich habe lange drauf gewartet, ihn endlich auch gesehen. Es geht im Endeffekt darum, Zombies werden mal von der anderen Seite gezeigt. Einer ist etwas anderes, macht sich Gedanken. Ihr Film spielt halt aus Sicht dieses Zombies, der sich verliebt. Dadurch fängt sein Herz wieder an zu schlagen. Das verteilt sich auf andere Zombies und die werden dann auch wieder menschlich und kommen zurück ins Leben, verbünden sich dann mit den richtigen Menschen gegen die bösen, bösen Zombies, die halt alle Hoffnung schon haben fahren lassen. Der Trailer dazu verrät noch nicht die komplette Geschichte, es gibt mehr zu entdecken. Meine Erwartungen waren sehr hoch an den Film, wurden ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem hat er Spaß gemacht und so ein richtiger Zombie-Film halt nicht. 7,5 Punkte würde ich dafür geben. Paar Schockeffekte vielleicht hier und da, aber nichts wirklich. Bisschen lustig, wobei natürlich wie so oft die besten Gags schon wieder im Trailer gezeigt wurden, aber durchaus guckenswert. Ein neues QWERTY-T-Shirt liegt bereits da hinten. Das hebe ich mir aber noch so lange auf, bis ich wieder ein neues QWERTY-T-Shirt online bestellt habe. Deswegen gibt es nochmal ein altes Big Bang Theory T-Shirt. Hier die Evolution des neuen Menschen mit Sheldon am Ende. So, das soll's gewesen sein. Folgies 5, Folge 82 ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss! Bei den erschienenen Spiele war diese Woche iPhone...